Herzlich willkommen zurück bei v60hybrid.de. Heute mal wieder ein Aktienthema, und zwar das, was ich schon mehrfach angedeutet hatte, nämlich wie kaufe ich persönlich hochpreisige Aktien, hier mal am Beispiel der Tesla. Eins vorweg, damit wir uns nicht missverstehen, das ist hier in keinster Weise eine Anlageberatung oder so etwas. Ich erzähle euch, wie ich persönlich das handhabe. Eure eigenen Anlageentscheidungen müsst ihr natürlich selber treffen. Und das Zweite ist, auch wenn wir hier jetzt exemplarisch über die Tesla-Aktie reden, käme ich niemals auf die Idee, alle meine Ersparnisse oder alle Sparmöglichkeiten in eine einzige Aktie zu stecken. Das ist für mich blankes Hazardspiel. Und auch wenn euch jemand draußen erzählen will, was weiß ich, Warren Buffett hat auch mal gesagt, man muss nicht diversifizieren, dann schaut euch mal die Beteiligungen an, die seine Firma namens Berkshire Hathaway hat. Und dann werdet ihr feststellen, dass auch ein Warren Buffett sehr diversifiziert, blödes Wort, ist. Das möchte ich nur mal vorweggeschickt haben. Also wer noch ganz am Anfang steht und ein nicht so großes Konto sein eigen nennt oder nicht so großes Depot sein eigen nennt, nicht in Einzelaktien gehen. Ich kann nur dringend davon abraten, aber wie gesagt, ihr müsst eure eigenen Anlageentscheidungen treffen. So, wir gucken jetzt auch gleich auf meinen Rechner, der hier unten schon bereit liegt, wie ich das jetzt mache. Und mein Mittel der Wahl ist ganz klar ein sogenannter Sparplan. Ich will das jetzt gar nicht allzu weit ausbreiten, was ein Sparplan ist. Wir werden uns das in einem späteren Video nochmal genauer anschauen, wie sich das auf Dauer auswirkt. Im Endeffekt geht es im Grunde darum, dass ein Sparplan bedeutet, dass die Bank, eure Bank, meistens sind es Direktbanken, jeden Monat eine Summe X, die ihr vorher festgelegt habt, nimmt und davon Aktienanteile kauft. Und das Schöne daran ist, dass auch Teile von Aktien gekauft werden können. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt im Beispiel das nehmen werden, die Tesla-Aktie bei 800 Euro steht, müsstet ihr 800 Euro anlegen, um eine Aktie kaufen zu können. Wird nicht jeder jeden Monat wegtun können. Bei einem Sparplan könnt ihr dann für 800 Euro 0,12 Aktien kaufen. Klingt komisch, ist aber so, funktioniert auch so. So habe ich auch vor vielen Jahren angefangen. Ich habe mehrere Sparpläne laufen. Das geht so. Es werden dann wirklich Teile eingebucht. So, jetzt schauen wir uns also auf meinem Rechner mal zwei Personen an. Ich habe die einmal genannt den Sparplaner hier links und einmal den Ansparer auf der rechten Seite. Und die beiden möchten jetzt Tesla-Aktien kaufen, die aktuell, sagen wir mal, hier oben bei 800 Euro steht. Das bedeutet natürlich, beide können aktuell keine ganze Aktie kaufen. Der Ansparer macht es jetzt so, dass er jeden Monat die Ansparsumme, also 100 Euro, die wir als Sparbetrag festgelegt haben, auf einem Konto parkt, Tagesgeldkonto, was auch immer. Er hält dafür natürlich keine Aktien, logischerweise, denn er hat ja nur die 100 Euro geparkt. Der Sparplaner lässt jetzt seinen Sparplan ausführen. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass die Bank das natürlich nicht komplett kostenfrei macht. Es gibt ein paar ETFs, ein paar ausgewählte, die bei einzelnen Banken umsonst sind. Aber im Normalfall kostet eine Sparplanausführung 1,5% des Anlagebetrages. Das heißt also, wir haben hier dann 98,50 Euro zur Verfügung, die in Aktien investiert werden, und das ergibt bei einem Kurs von 800 Euro 0,12 Stück. Ja, das ist dreistellig oder vierstellig sogar. Ich habe das jetzt hier, damit ich es überhaupt hinschreiben kann, gerundet. Gerundet sind es 0,12 Stück, die wir kaufen. Und jetzt haben wir das aktuelle Marktgeschehen. Das heißt, die Kurse fallen gerade. Wohin sie fallen, kann niemand sagen. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass wir im nächsten Monat bei 600 Euro sind. Dann hat unser Sparer weiterhin ein Hunderter auf sein Konto getan, hat also jetzt 200 angespart, hat weiterhin keine Aktie.
Wir bekommen jetzt für unsere Sparrate von 98,50 Euro 0,17. Insgesamt haben wir also 0,29 Aktien. Warum 0,17? Dadurch, dass die Aktie jetzt sehr günstiger geworden ist, von 800 auf 600, bekommen wir für unsere 100 Euro natürlich auch mehr. Das ist einfache Mathematik. Allerdings ist der Wert unseres Depots jetzt eben nicht 2 mal 98,50, sondern nur 172,38. Was einfach daran liegt, dass unsere 0,12 Aktien von da oben, ja jetzt, die zu 800 gekauft waren, jetzt natürlich auch nur 600 wert sind. Klingt jetzt erstmal doof, ist aber so und wird uns auch noch zum Vorteil gereichen, wenn wir weitermachen. So, jetzt sagen wir, wir stürzen noch weiter, aber auf 500 Euro. Unseren Sparer interessiert das momentan noch nicht. Der hat jetzt 300 Euro angespart, hat aber immer noch keine Aktie. Dank des niedrigen Kurses können wir jetzt noch ein bisschen mehr kaufen. Wir sind jetzt schon bei 0,48 Aktien summiert, die einen Wert von 242 Euro darstellen. Heißt aber auch, wir haben aktuell 68 Euro weniger zur Verfügung als unser Ansparer, beziehungsweise der Wert unseres Depots ist geringer. Hierzu auch gleich eine Begriffsdefinition. Das, was wir hier jetzt sehen, ist ein Buchverlust. Buchverlust heißt, der steht nur im Depot. Solange wir jetzt nicht panisch die Aktien verkaufen, ist es kein Verlust. Erst wenn wir verkaufen, wird ein Verlust. Das vielleicht nochmal zur Anmerkung. So, im nächsten Monat bleibt es bei 500. Der Aktienmarkt hat sich noch nicht erholt oder die Tesla hat sich nicht erholt. Warum? Wieso? Spielt auch für uns überhaupt keine Rolle. Braucht uns nicht zu interessieren. Solange wir weiter an die prinzipielle Lebensfähigkeit der Firma glauben, in die wir investieren. Wir haben also jetzt dann im vierten Monat 0,68 Aktien, die einen Wert von 340,65 darstellen. Haben also im Grunde nochmal ein Stück verloren gegenüber dem Ansparer. Das sind Zeiten, da muss man durch. Aber wir werden gleich sehen, das sind eigentlich für uns Sparplanleute schöne Zeiten. Fünfter Monat. Unser Ansparer hat jetzt 500 Euro auf dem Konto. Wir, da wir jetzt wieder auf 600 gestiegen sind, kriegen diesmal etwas weniger eingebucht. Aber durch das Steigen auf die 600 sind natürlich unsere vorher zweimal zu 500 gekauften mehr wert. Die sind ja gestiegen von 500 auf 600 und auf einen Schlag sind wir an dieser Stelle reicher als der Ansparer. Natürlich nicht reicher, vermögender, wie immer man das will. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Vorteil gegenüber dem Ansparer. Nächster Monat, sechster Monat. Wir sind bei 650 im Kurs. Unser Ansparer hat jetzt 600 angespart. Reicht immer noch nicht. Er kann immer noch keine Aktien kaufen. Wir sind aber jetzt bei 1, nicht ganz. Es sind 0,997, was man auch hieran sieht, dass wir jetzt eben nicht bei 650, sondern bei 648,05 sind. Aber vom Prinzip haben wir jetzt schon 50 Euro Vorsprung gegenüber dem Ansparer, allein dadurch, dass wir in der Tiefphase einfach immer weiter gekauft haben. Jetzt geht die Aktie auf 750 hoch. 750 findet unser Ansparer ganz blöd, weil er hat jetzt 700. Wäre sie bei 650 geblieben, hätte er diesen Monat kaufen können. So geht es noch nicht. Wir sind inzwischen bei 1,13 Aktien mit einem Gegenwert von 846,25. Hui, jetzt sind wir schon 150 Euro vorne. Wie kann das denn sein? Auch wieder dasselbe von vorhin. Wir haben für 600 gekauft, wir haben für 500 gekauft, wir haben für 500 gekauft, wir haben für 600 gekauft, wir haben 650 gekauft und die sind jetzt alle 750 wert. Klingt gut, oder? Wir machen mal weiter. Wir steigen im Monat 8 auf 850. Unser Ansparer hat jetzt 800 auf dem Konto.
Das ist das, wofür er eigentlich mal kaufen wollte damals für 800. Jetzt steht die blöde Aktie bei 850, er kann gar nicht kaufen. Wir hingegen kaufen weiter, jetzt natürlich wieder etwas weniger, weil sie so teuer ist. Und wir sind jetzt schon bei über 1000 Euro. Bei über 1000 Euro. Wir sind aber im 8. Monat, wir haben 800 Euro nur ausgegeben. Inkel Gebühren. Sparplan. Ganz feine Sache. So, und im 9. Monat sind wir bei 900 Euro. Jetzt hat unser Ansparer endlich seine 900. Das heißt, wir müssen das eigentlich ändern. Er hat hier eine Aktie, die hat einen Wert von 900. Wir sind inzwischen bei 1,35 Aktien mit einem Wert von 1218. Komma, kann man gar nicht schon weglassen. Durch die Sparplanerei. Und jetzt kommt was, was für den Ansparer wahrscheinlich was ganz Schlimmes ist, was ihn sehr herausfordern wird. Im 10. Monat fällt die Aktie wieder auf 800 runter. Was heißt das für unseren Ansparer? Nun, er hat immer noch eine Aktie, die ist 800 wert. Er legt wieder 100 Euro auf die Seite. Heißt, in Summe hat er wieder die 900, die er im Monat zuvor schon hatte. Da kommt dann schon manch einer auf die Idee und sagt, Aktien ist alles scheiße, ich hau's wieder weg. Wenn er das täte, hätte er dann übrigens den Verlust realisiert. Momentan hat er auch nur den Buchverlust. Und bei uns mit dem Ansparen ist es prima. Wir sind inzwischen bei 1,48, die allerdings natürlich auch nur noch 1181,43 wert sind. Was uns aber nicht stört. Denn wir haben ja nur 1000 Euro eingesetzt und haben jetzt schon 1181,43 in unserem Depot stehen. Ja, und so zieht sich das Ganze dann weiter fort. Bei diesem Kursverlauf, den ich jetzt hier angenommen habe, heißt das auch, dass wir hier als Differenz 281 Euro ungefähr haben. 281,43 Euro, um genau zu sein, hat derjenige, der den Sparplan laufen lässt, jetzt mehr an Wert dort stehen, als der, der angespart hat. Und das Ganze funktioniert immer, solange der zugrunde liegende Wert, ob es jetzt ein ETF ist, ein Fonds, was auch immer, eine Einzelaktie, steigt. Jetzt betrachten wir mal noch das psychologische Moment. Hier bei uns beim Sparplan wird jeden Monat von der Bank am 1. das Geld vom Konto runtergenommen, ins Depotkonto getan. Es wird ausgeführt, fertig. Wir müssen uns da keinen Gedanken drum machen. Und jetzt nehmen wir mal unseren Sparplaner. Sagen wir mal, er wollte hier eigentlich bei 800 kaufen. Jetzt kann er nicht bei 800 kaufen, weil er bei 850 steht. Und gleichzeitig kommt, was weiß ich, die neueste iWatch oder das neueste Galaxy irgendwas für 799 Euro auf den Markt. Wer weiß, vielleicht kommt er dann sogar auf die Idee und sagt, ach weißt du was, das mit Aktien ist alles doof. Ich kaufe mir lieber eine iWatch, ein Handy, eine Kamera, was auch immer. Der Sparplaner, der macht sich da überhaupt keinen Kopf. Das Einzige, was der Sparplaner im Auge behalten muss, jedenfalls wenn er auf Einzelwerte setzt, ist, wie es der Firma prinzipiell geht. Ja, es ist jetzt auch falsch, nur wenn man von einem Produkt, von einer Firma, vielleicht auch von einem Firmenlenker völlig überzeugt ist, blind weiterzukaufen. Wir machen mal ein völlig extremes Beispiel, um das klarzumachen. Wenn jetzt auf der ganzen Welt Elektroautos verboten würden, wie gesagt, verrücktes Beispiel, dann wäre es natürlich verrückt, weiter in Tesla zu investieren. Dann müsste man den Sparplan dann halt in eine andere Firma reinsetzen. Genauso wie ich einen Sparplan aussetzen würde, wenn, ich sag mal, alle Tesla-Akkus auf dieser Welt auf einen Schlag explodieren würden. Ansonsten gucke ich mir, gerade wenn ich ETF-Sparpläne habe, die gucke ich mir gar nicht an.
Wenn wir jetzt so einen MSCI World nehmen, der würde auf Null gehen oder extrem Wert verlieren, wenn unsere Weltwirtschaftsordnung geändert würde. Wenn wir jetzt alle, keine Ahnung, Kommunisten würden oder es würde Gewinne machen verboten. Ansonsten sind da die 1600 größten Unternehmen der Welt drin. Klar, es ist extrem US-lastig, weil halt ein Großteil der größten Unternehmen aus den USA kommt, kann man aber auch noch über andere ETFs zusätzlich abfoltern. Da kann nichts passieren. Das heißt, wenn ihr bei der Auswahl der Produkte, die ihr per Sparplan bespart, ich nenne es mal so, ob das jetzt ein ETF ist, ob das ein Fonds ist, ob das eine Einzelaktie ist, spielt erstmal keine Rolle. Wenn ihr darauf achtet, dass das sogenannte Underlying, also das, was ihr da bespart, etwas ist, das Bestand hat, dann müsst ihr euch da, bis ihr, weiß nicht, 55, 60 seid und verfrüht in Rente gehen könnt, weil ihr über den Sparplan ganz viel Geld auf dem Konto habt, müsst ihr euch da keinen Kopf drum machen. Ihr müsst nicht drüber nachdenken, den optimalen Einstiegspunkt zu finden, optimalen Ausstiegspunkt zu finden, Market Timing. Alles Wurst. Klappt sowieso in den seltensten Fällen. Und wir reden hier nicht über Trading, wir reden hier über das langfristige Anlegen. Und das, was dem langfristigen Anlegen am meisten schadet, ist schlicht und einfach nicht anzufangen, sondern immer zu warten auf den optimalen Einstiegspunkt. Das fällt alles noch und dann steige ich ein. Blödsinn. Selbst wenn alles gefallen ist, gibt es dann immer noch welche, die weinen, sie müssten weiter warten. Wenn ihr von einem Produkt, von einer Idee oder auch von einer Wirtschaftsordnung, breitstreuender ETF, überzeugt seid, setzt einen Sparplan auf und wenn es nur die kleinsten Sparpläne, die es gibt, sind 25 Euro im Quartal. Jetzt erzähl mir bitte keiner, dass er nicht 25 Euro im Quartal zur Verfügung hat. Wer mit 15, 16, 17, 18 in der Lehre anfängt, einen Sparplan aufzusetzen und daran gewöhnt ist, dass sein Geld weggeht, der wird die auch später problemlos erhöhen können. Dynamisieren nennt sich das. Und dann kommt nochmal richtig Kohle zusammen. Also, abschließend für heute, schon wieder länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte, aber für mich sind diese Sparpläne das Beste, was mir jemals passiert ist in meiner ganzen Anlegerlaufbahn. Die gab es früher nicht, als ich angefangen habe und ich habe genau diese Dinger durch, wie er hier, dass ich dann gewartet habe auf den optimalen Einstieg und dann sind sie noch weiter gestiegen und ich wusste nicht, ob ich rein... Und dann fiel es und ich bin ausgestiegen. Diese ganzen Fehler, die man auch in Lehrbüchern liest, ich habe sie durch. Und deswegen spare ich. Das, was ich monatlich wegtue, geht komplett zu 100% alles in festgelegte Sparpläne und nur die Dividendeneinnahmen und das, was auf dem Trading-Depot rumliegt, das handle ich aktiv. Alles andere, was ich am Monatsende bzw. am Monatsersten zur Verfügung habe, geht in den Sparplan, das ist weg. Da kann ich auch kein Blödsinn mehr mitmachen, das kann ich auch nicht ausgeben. Das dient zu meiner Altersversorgung. So, das war's aber jetzt wirklich für heute. Euer Stefan Lenz.